Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, Episode 35. Und ich war mal wieder in Ember-Gestalt unterwegs und habe nach Invadern gesucht. Und was ich fand, waren zwei Gegenstände, von denen ich mindestens einen, ich weiß nicht, was der zweite ist, aber mindestens einen schon sehr gern sehr viel früher gefunden hätte. Ich habe ihn förmlich vermisst. Naja, jetzt habe ich ihn. Ich rede von einem Speer, den man schon sehr früh im Spiel hätte finden können und den ich einfach verpasst habe. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich zeige euch, wo ihr ihn finden könnt. Und zwar diese Leiche dort. Ich habe sie runtergeschossen, weil ich da Bock drauf hatte. Ich habe keinen Gegenstand gesehen an ihr. Ich habe sie einfach runtergeschossen. Und siehe da, sie hatte Loot. Und in dem Loot war die Partisan. Partisan. Hier. Ich habe das Ding direkt mal ins Chaos verwandelt. Einfach so. Es ist natürlich ein Dex-Spare. Ne? Klar. Das war nur ich jetzt mit der Chaos Infusion, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Oh, Great Machete. Cool, auch neu. Was ihr jetzt nicht machen dürft, ist euch eine schlechte Meinung darüber bilden. Das Ding ist gerade mal plus 3. Also. Und dann saß hier noch einer. Ganz unauffällig. Hi. Hau ab. Fire Clutch Ring. Okay. Increase Fire Attack, but compromise Damage Absorption. Ja. Ring depicting a hand of grasping a red stone. Increasing Fire Attack, but compromising Damage Absorption. Old Fable in London claims that the lure of a Clutch Ring reaches out of the crestfallen who might otherwise be overcome by despair. Für jeden Pyromancer eine Pflichtwaffe. Hm. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen gegen so einen Fass knatter. Hi! Alles Gute von oben. Und wo ich schon hier bin, kann ich dich auch gucken. Gut. Machen wir weiter. Da, wo wir aufgehört haben. Travel. Irithyll Dungeon. Müssen wir die Ladezeit mal irgendwie über uns ergehen? Wonderbra. Da sind wir wieder und oh, stimmt, wir haben einen relativ weiten Weg vor uns, hä? Boah, ich hab das schon wieder verdrängt. Du blöde Katana. Du bist viel zu stark. Viel zu stark. Macht andere Waffen schon fast unnötig. Ui. Nein, nein, ui. Das Brandzeichen verschlechtert sogar Estus Consumption, sehe ich gerade. Da war eben so ein kurzes Symbol mit Estus und Pfeil nach unten. Ja, hier könnten wir uns jetzt ewig aufhalten und ganz furchtbar viele Gegner töten. Und wir können es auch lassen und einfach weitergehen. Ach, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dich töten soll oder nicht. Für den Moment darfst du in dieser Zelle weiter vegetieren, bis ich mich anders entscheide. So, hier waren 3 von den Bräuten. Mach mal 2 draus. Der letzte Schlag war nicht nötig. Shit, nicht gut, nicht gut. Ja, das ist das Problem. Der Charakter kann sich danach nicht mehr bewegen. Es ist so lächerlich. Es ist so dämlich, schlecht und billig. Das ist wirklich eine absolut billige Mechanik.
die ich zutiefst verabscheue. Die hat mich beim ersten Mal schon tierisch aufgeregt, weil ich sie einfach in jeder Hinsicht als unfair betrachte. Aber egal. Dafür sind die Mädels ja auch wirklich leicht zu töten. Trotzdem, ein Fehler, tot. Man könnte jetzt sagen, das ist Dark Souls, Mann. Das ist normal. Und ich würde sagen, ja, schon. Aber gerade weil es Dark Souls ist, hat man in der Regel gewisse Chancen und Kontermechaniken, die ja hier völlig entfallen. Sie muss euch nur einmal treffen. Der Rest ist dumm rumstehen und darauf warten, getötet zu werden. Das ist nicht das, was ich mit Dark Souls verbinde. Naja, ich will mal meine Wut jetzt nicht an diesem passiven Gnomen hier in der Ecke auslassen. Der darf noch ein bisschen weiterleben. So, jetzt zu dir, Mutti. Du brauchtest ja nur einen. Tot. Mein Fehler war jetzt, dass ich hier einmal... Guckt euch die Scheiße an, ey. Absolut unbeweglich, der Charakter. Ich habe eben gerade nur gehämmert wie ein Geisteskranker auf Rollen. Und wir sind gerade so, also wirklich ganz knapp mit dem Leben davon gekommen. Dann können wir doch mal eigentlich die Partisan an den Typen testen, auch wenn dann das Schwert nicht mehr leuchtet. Sehr gut, was war das für eine Scheiße? Kannst du mal nicht zuschlagen? Kannst du mal zustechen? Danke. Ja, das Ding ist nicht aufgewertet. Oh Mann, was geht ab mit euch? Es ist nicht aufgewertet. Trotzdem nicht schlecht. Muss ich sagen, nicht schlecht. Hätte ich gerne früher gehabt. Kann jetzt nicht sagen, dass ich sie absolut geliebt hätte, weil es ist ein Speer, der hiebt und auf Hiebe stehe ich mit dem Speer so gar nicht. Also wäre mir schon lieber, wenn der R2-Angriff auch ein schwerer Angriff wäre. Nochmal zurück zu euch. Ganz kurz. Vielleicht droppt ihr nackten Hässletten ja noch irgendwas. Außer dem Speer. Der übrigens nur mit Bosswaffenerz hier Titan Scales aufgewertet werden kann. What? Titan Scales? Für den Speer? No thanks, ey. Kommt gar nicht in Frage. Falsche Seite. Da vorne geht's weiter. Tut's doch, oder? Oder hätte ich oben bleiben können? Bin umsonst hier runter geplumpst. Ja. Nee, sieht richtig aus. Yo! Also, tja, jetzt entweder der Raum mit den ganzen Hexen. Oder wir gehen nochmal durch die Ratten und machen einen Drop beim Giant. Und lassen uns vielleicht mal vom Giant umbringen. Ja, der hat ja, wenn ihr euch richtig erinnert, gar kein Damage genommen. Letztes Mal. Das war so ein bisschen unlustig. Boah, was soll man machen? Jetzt haben mich die Mädels gesehen, die können ja auch gerne mitkommen. Natürlich triffst du mich noch, du Scheißratte. In dem Fall trifft das sogar zu. So. Kommt da nochmal jemand? Übrigens macht ihr einen ganz schlechten Job. Hier sind überall die Zellen geöffnet. Und euch scheint es nicht zu interessieren. Naja. Wäre ich euer Vorgesetzter. Ich hätte euch da reingeschickt. Damit euch die Gefangenen zerreißen. Ach, was sind wir wieder lustig. Ja, haha, verpiss dich, Ratte. Anlauf. Yo, da sind wir wieder. Hallo, hallo. Ich gehe da mal noch nicht so blind runter, auch wenn ich jetzt das Schwert verliere. Erfahrungsgemäß muss mich der Riese nur einmal mit dem Fuß treffen und das spielte im bis jetzt nie eine Rolle, was für ein Riese das war. Sobald er mich mit dem Fuß traf, war ich kaputzki. Deswegen möchte ich mal die Ratten kurz ausschalten, nicht damit, dass die mich zum Staggern bringen.
Oh, fuck. Shit, 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 shit. Hi, ne. Schlafe, mein Baby, schlafe nicht ein. Na komm schon, wir wissen doch beide, dass du es willst. Genau. Hallo, du Ratte. Mann, könnt ihr mal aufhören, diese Scheiße zu überleben jedes Mal? Ha! Ich könnte aber auch... Poison Fire. Und dann müssten die sich doch eigentlich vor Freude auf dem Boden nudeln. Nope. Das tun scheinbar nur die Hunde. Es kommen immer wieder neue. Ich denke, es hat keinen Sinn, was ich hier mache. Aber definitiv macht das ein bisschen Spaß. Guck mal, es kommen einfach immer neue. Das hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Ich bin mir sicher, es kommen einfach unendlich viele neue. Ich bin mir auch sicher, dass wir diesen Sturz hier überleben. Ihhh. Du hast da was im Kopf. Ein Schwert. So. Hm. Nee, jetzt nehme ich mal ein Estus, aber ich pfeife mir auch das Ding hier rein. Für den Fall, dass ich ein Feuerschwert machen möchte. Ja, natürlich. Ja, na klar, Alter. Was habt ihr denn eigentlich für Poiswerte, Mann? Dass ich so weggestaggert werde von euren Möchtegern-Angriffen. Boah, ey, komm mal klar im Leben. Scheißratte. Profaned Flame. Das sieht aus wie eine Pyromancy, die in Dark Souls 2 unglaublich... Mann, lass mich doch mal meinen Satz beenden, du Mistvieh! Unglaublich stark, war. Man konnte sie nur zweimal benutzen. Aber das Ding hat gefetzt. Holla die Waldfee. Oh, hier ist ein Zwischenboden. Aber scheinbar nichts. Es sei denn, da ist ein Geheimgang. Noch ein Zwischenboden. Ah, ich muss die Kamera drehen. Okay, wo zur Hölle sind wir? Wieso fährst du wieder weg? Ne. Oh. Ja, gut. Ich setz mich hin. Ich bin ja artig. Los, und weiter geht's. Die Ratten respawnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die unendlich mal respawnen. Pull the lever! Nein, das ist hier nicht Fuck Konami News. Ist das... möchtet ihr mich dazu eine Abkürzung verführen, FromSoft? Hätte ich doch mal einen Ring... Gäbe es doch nur einen Ring, der Sturzschaden reduziert, würde ich nie wieder auf den Fahrstuhl warten. Würde ich hier links und dann wieder rechts und dann wäre ich da. Aber ich kann unter den Fahrstuhl gucken und ich sehe, da ist Mühe-Ashes. Okay. Da brauche ich doch nicht reinzuleuchten. So, ihr Ratten. Komm mal her, ja, ja, komm mal. Komm her. Fine. Next. Komm her. Wo hast du Reichweite? Ich glaube, du hast echt zu viel Kaffee getrunken. Oh, wir probieren was an euch aus. Das habt ihr euch verdient. Oh yeah. Zweihand. Large Titan Shark. Hallo. Kannst wieder zurückrufen. Natürlich verfehlst du die Ratte. Die ist nur größer als ein verdammter Hund, aber du verfehlst sie. Oh shit! Jetzt habt ihr ihn geweckt. Das habt ihr davon, ihr blöden Viecher. Da mach sie platt, die Ratten. Los, mach die Ratten platt. Hm. So, ich nehme das als Zeichen, dass du schläfst. Dun, 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 dun. Large Titan Shark. Oh mein Gott. Lasst mich doch mal in Ruhe reden hier. Hm.
Meine Fresse. Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me. But you needn't worry. I've just been sitting here wearing my options. The moment has almost come. I just need a bit more time. Ja, ja, schlaf mal, ich hol dich da raus. My liberation requires a key. Sag bloß. The key is out of sight. Ja, erzähl weiter. Liberation requires a key. Gut, dann sind wir ja fertig mit dir, Kollege, weil ich habe diese Ratten so langsam richtig satt. Oh Gott, ich hasse euch. Ich habe genug Ratten für den Rest dieses Spiels gesehen. Aber gleichzeitig hat das auch etwas Wunderschönes, eine Trance, in die ich hier verfallen könnte. Den ganzen Tag Ratten abschlachten. Mein Freund, du weißt nicht zufällig, ob dieser Scheißriese hier deinen Schlüssel hat, oder? Finden das raus? So, gucken wir mal, wie viel Schaden wir gemacht haben. Hi, Riese. What? Ja, geht doch. Geht doch, da kommt Schaden durch. Leg dich wieder hin. Ich fasse es nicht, dass das klappt. Ich hole das Morokomo gleich raus. Nichts. Boom. Okay, er kriegt normalen Schaden, solange er wach ist. Da, dann kann ich ja weitermachen. Falsche Seite. Ich bin hier unten. Hier unten. Call me David. Oh oh. Das ist gefährlich. Das darf mich nicht treffen. Das darf mich wirklich nicht treffen. Auch nicht in Ember-Gestalt. Das darf mich nicht treffen. Gute Nacht. 6600. Okay, ist das der Schlüssel? Das ist ein Haufen Scheiße. Ja, ich bin nicht genervt. Irgendwelche Ratten? Ich könnte jetzt gerade wirklich ein paar Ratten verkloppen. Da oben ist nix. Oh, da fällt mir ein, ich muss euch noch was zeigen. Ah, beim nächsten Bonfire hauen wir hier ab. Oh, meine Neugier hält mich hier kaum noch. Kaum noch. Das ist eine Mimik, da bin ich mir sicher, weil die Kette liegt zu uns. Sie zeigt auch und sie atmet. Aber ich habe das jetzt auch mal an der Kette festgemacht. Weißt du was? Nicht genug Mana, dann trinke ich eine Coke. Und schau, guck, genug Mana. Hör auf. Ich will deinen Greifangriff. Ja, genau. Den wollte ich sehen. Das hier ist nicht Fußball. Die Mimik bekommt weniger Schaden, während sie in Thunform ist. Wenn ich jetzt einen aufgeladenen lande, dann ist sie weg. Dragonslayer Lightning Arrows. Was? Und das müsst ihr in der Mimik verstecken? Ernsthaft? Echt jetzt? Okay, wie ihr meint. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt der Rede wert, also. Egal. Gehen wir jetzt über den Riesen, da wo der Loot liegt. Das wäre ja was. Hallo. Hallo? Echo? Sieht so aus. Ja, wir sind auf dem Dach. Und wir könnten da rein. Ah, mit Laufen und Springen. Ich hab's bei Dark Souls echt nicht mit dieser Mechanik. Lightning Bolts. Ja, die funktionieren ganz hervorragend mit der. Mit dem Crossbow der.
dass da unten eine verdammte Sackgasse ist und dass ich durch den Raum voller dieser wunderbaren, lieblichen Damen gehen muss. Ey, wie komme ich denn wieder zurück? Shit. Oh. Ach was. Man hätte gleich hier hingekonnt? Okay. Und ich komme von dort, ja? Okay, das heißt, ich komme nicht wieder hin zurück. Aber... hier. Und dann gibt es ja hier noch die Treppe. Die Leiter, meine ich. Und eine Sache noch. Wie komme ich denn dann zu dieser Braut? Moment, gleich zeige ich sie euch. Jeden Moment. Da. Da. Wie komme ich zu der? Wir sind da rein. Und da sind wir furchtbar, furchtbar hochgeklettert und sind da oben rausgekommen. Eine Geheimtür vielleicht? Da ist ein Riesenloch in der Wand. Und da ist auch noch ein Gang. Moment, also das Loch da in der Wand, ja? Ich will einfach nur ausschließen, dass das nicht so etwas super Simples ist, wie ein Dropdown, den ich einfach nur völlig übersehe. Was macht hier diese Geräusche? Ach, dieser Basilisk hier drin wahrscheinlich, ne? Hier war doch mal einer. Oder ist hier eine geheime Tür? Oh Mann, ey. Okay. Gut, ja. Nope. Oh, Loot. Ach ja, das ist ja Dings. Stimmt. Sage's Crystal Stuff. Ich dachte nicht, dass ich da drauf gehe, um ehrlich zu sein. Tja, wenn man den Zwischenschritt da nicht machen kann, dann geht man logischerweise drauf. Lasst mich kurz die Seelen holen und dann hauen wir hier aus diesem Gebiet ab. Es gibt nämlich noch was in Anor Londo zu erforschen. Ganz aufregender Scheiß. Komm schon, komm schon. Ach, ich muss mich wieder lebendig machen. Ich laufe gerade mit Ember Mod, deswegen verbrauche ich da relativ viel von. Ein Teil der Welt habe ich schon durchlaufen. Ich wurde von wahnsinnig wenig NPCs invaded. Ich habe nämlich das Gefühl, ich hätte im Ember Mod schon sein müssen, bevor ich die Bosse der Welten töte. Aber das ist alles halb so wild, weil dann werde ich in New Game Plus halt offline sein und dann Ember Mod durchgehend. Ich habe echt keine Lust, jetzt mit euch zu spielen. Ja, ich habe sowas von kein Bock. Ja, ja, ihr könnt da unten... vermehret euch. Hier ist auch nichts, dass man so als Zwischenschritt irgendwie so einen Zwischeneingang... so à la Sand Fortress... Nee, ne? Okay. Okay. Meine Seele müsste liegen. Eigentlich hier irgendwo. Oh, komisch. Da leuchtet es grün. Vielen Dank. Und jetzt wissen wir ja, dass wir das hier nicht überleben würden. Aber ich muss euch gestehen, ich habe irgendwie nicht aus meinem Fehler gelernt. Die Lust, das nochmal zu versuchen, ist schon ziemlich hoch. Könnte man da drauf landen? Lieber nicht. Ja, egal. Es gibt bestimmt einen anderen Weg dahin. Wir haben uns hier noch nicht wirklich umgesehen. Noch nicht wirklich, also... Das Gebiet ist so frisch für uns. Das allerdings sieht aus wie der totale Tod. Ich hab gar keine Lust, mich auf euch einzulassen. Tschüss.
Könnt ihr gerne runterfallen. Komm schon, Fahrstuhl. Es ist viel zu aufregend. Tut mir leid, dass wir das Gebiet wieder verlassen, aber das müsst ihr einfach sehen. Ich habe auch ein bisschen Lore über Priscilla entdeckt. Unsere Priscilla aus Dark Souls 1, halb Mensch, halb Drachen, die in der Painted World of Ariamis gefangen war. Beziehungsweise sie lebte dort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch da hätte freikommen können. Und ich habe gerade so ein bisschen die naive Hoffnung, dass wir da vielleicht jetzt hinkommen könnten. Jetzt passt mal auf. Ich war hier also unterwegs, ne? Und mal wieder hier den gemacht, geguckt, aber jetzt seht ihr es schon, ne? Da unten ist ein Bonfire. Und da dachte ich mir, ah, ich muss bestimmt den Fahrstuhl drehen, damit da irgendein Bein heranreicht. Aber nein. Es ist sogar noch viel komplizierter. Das ist ähnlich wie in den Crystal Archives von Sif. Sin. Schaut mal, die Pfeile bleiben stecken. Ich habe so den Verdacht. Tja, Verdacht bestätigt. Bis wie weit können wir denn gehen? Was schätzt ihr mal? Oh, so weit? Okay. Okay. Das sieht aus wie eine Wand, oder? Ne, ist immer noch Boden. Okay. Was ist mit hier rechts? Gut. Das heißt so. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber gut, dann wisst ihr ja, müsst ihr keine Pfeile verschwenden. Könnt ihr einfach bis hierhin durchrennen. Wie geil! Oh mein Gott, bist du Priscilla? Das ist Priscilla! Ich dreh durch! Woran erkennt man Priscilla? Na, woran erkennt man Priscilla? Sie hat einen Schwanz! Dur, ein Schwänzel. Eigentlich hat sie auch Schuppen. Das sieht eher so aus wie so Tint. Doch, Schuppen um die Augen herum. Schaut euch das an. Oh Gott, ich liebe diese Frau. Ich hatte so großen Mitleid, als ich sie getötet habe in Dark Souls 1. Aber man spielt halt ein richtiges Arschloch als Charakter in Teil 1. Und man kann gegen sie kämpfen. Man muss nicht, aber man kann gegen sie kämpfen. Und man kann ihr das Schwänzchen abschlagen. Für eine ganz besondere Waffe. Name thyself, stranger. Gott, die Stimme. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. Fuck! What beckoned thee to such a place? Ich dachte, du wärst Priscilla. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Sie hat spitze 11 Ohren. Hear my voice. Guck mal, wie hoch sie ist. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords. Was? Then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Gott, hast du hässliche Hände. Hat sie gerade Vater gesagt und Sister Guinevere? Thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. The only knight. Swear this oath and face thy solemn duty. Bam, 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 bam. Können wir reden, du und ich? Oh, good blade of the Dark Moon. Welcome home. If I can provide thee succor, only tell me how. Oh, sehr schön, wir können reden. Ah!
Aber die Ohren gebe ich doch... Ich dachte... Ja, also die Ohren kommen mir sehr bekannt vor aus Dark Souls 1, nur... Ich dachte, ich gebe die bei einem anderen Covenant ab. Oh Mann, ich muss so dringend Ohren farmen. Denn sie hat mein Lieblingsmiracle. Da bin ich mir ganz sicher, das Darkmoot Night Miracle. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. But long ago, our company lost its last proper knight. Only its covenant was preserved to this day, until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. May I pose thee a question? This tower, this prison, stands tall and solitary, the contraption bridging its lower reaches long unmoving. So, by what path didst thou here ascend? Art thou a creature of the air? Or other winged thing? Long ago, Nasbilon Erdem t- Long ago, Nasbilon Erdem t- Off so soon, may the dark moon watch over- Oh, es tut mir so leid, dass ich gehen muss. Oh Mann, ich dachte, das wäre Priscilla. Oh Gott, hab ich mich gerade gefreut. Scheiße, sie war das. Oh. Oh. Sehr schön, es geht hier weiter. Sehr schön. Ganz fantastisch sogar. Hm. Here we go. Okay. Das verfehlt man aber mal schnell, würde ich mal sagen. Aber da geht's mit Loot weiter. So schräg darüber, wa? Okay, perfekt. Painting Guardian Curved Sword. Eine sehr gute Backstep-Waffe aus Teil 1. Achso, wir können ja hier auf dem Zwischenboden, wie es aussieht. Painting Guardian Hood, Painting Guardian Grove. Also, alles Painting Guardian. Bitte sag mir, dass hier die Painted World of Ariamis gleich kommt. Ich, Gott, ich würde mich... Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die Nacht durchmachen, wenn jetzt hier die Painted World of Ariamis kommt. Das heißt hier, ich glaube, ich würde. Okay, ich bin gerade so ein bisschen... Ja, da ist eine Plattform, aber muss ich da irgendwie vielleicht mit einer Rolle hin? Ich raff's gerade nicht. Das sieht nämlich verdammt tief aus. Ach so, Moment, ich kann von hier aus einfach wahrscheinlich nur walken, um hier drauf zu landen. Kein Loot, wie ich sehe. Schade. Das heißt, ab aufs Kreuzel. Okay. Okay. Und jetzt die Painted World. Komm schon, komm schon. Ich muss hier jede Wand einmal einzeln anhören. Moment. Moment, geht gleich sofort los. 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn es mir das Schwert zerbricht. Ein neues Gebiet.
einfach so versteckt hinter so einer fiesen Brücke. What? Moment. Sei stark. Nicht weinen. Mist. Ach, da ging die Fantasie gerade mit mir durch, ey. Ich dachte echt, wir hätten Priscilla gesehen. Und wir hätten unter Umständen die Painted World of Ariamis gleich zu entdecken. Ich fand nämlich ein bisschen Lore auf, dass man auf Priscilla schließen könnte. Und zwar in dem Zauber, den wir uns geholt haben. Den habe ich nämlich gar nicht vorgelesen. Miracle of Aldrich, Devourer of the Gods. Steals HP of foes using illusionary sight. Diese Sense sieht nämlich exakt so aus wie die Sense von Priscilla. Also, nochmal kurz weiterlesen. Also nicht hundertprozentig so, aber ist schon, mutet stark an wie Priscilla. Aldrich dreamed as he slowly devoured the god of the dark moon. In his dream he perceived the form of a young, pale girl in hiding. Und das trifft auch alles auf Priscilla zu. Das trifft allerdings aber auch auf die Dame zu, die wir eben gerade gefunden haben. Das ist wirklich beides. Ne? Boah, ich fasse es nicht, ey. Prison Tower. Arno Londo. Ah, das. Die Frage ist, die Hauptfrage ist, das Stück der Brücke, das unsichtbar war, hängt das am Fahrstuhl oder hängt das am Turm? Weil wenn das am Fahrstuhl geht, hängt, sollten wir den dringend nochmal drehen und gucken, ob diese unsichtbare Brücke jetzt woanders hin zeigt. Bis gleich. Der Prison Tower. Wer ist dieses Mädchen? Ich brauche dringend mehr Lore. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine PvP-Session einlegen. Gefühlt 30 dieser Ohren zu farmen. Also es geht nach unten, ja? Okay. Ach nö, da kommen wir ja her. Hier kommen wir her. Hier war das, wo ich zuerst dachte, wir treffen auf Gwendolyn. Hier war die Statue von, Moment, es gibt hier zwei Wege? Moment, also einer ist genau der Typ da. Ach so, ja, genau. Richtig, das grablose Grab. Okay. Kurze Zwischenfrage. Wenn der jetzt nach hier unten zeigt, wohin zeigen dann die beiden und sind dort unsichtbare Brücken? Du zeigst in die komplette Walachei, also extrem unwahrscheinlich, dass da irgendetwas ist. Und die andere zeigt auf so einen Turm, der scheinbar nicht zu betreten ist. Aber das ist der Prison Tower und da waren wir eben. Das heißt, leider nein. Leider keine neuen Gebiete. Seht ihr? Bleibt stecken. Das bedeutet, dass die Brücke nicht mit dem Fahrstuhl zusammenhängt, weil wenn wir den Fahrstuhl gleich drehen, dann ist die Brücke über den unteren Teil dieses Fahrstuhls zu erreichen. Alles klar. Jetzt habe ich dahin gar nicht geschossen. Shit. Nee, ich bin mir sicher. Da, in dem Fall bin ich mir sicher, dass da nichts ist. Aber um nur mal sicherer zu sein, teste ich das aus und lasse es euch wissen. Nur jetzt müsst ihr euch hier nicht durch dieses ewige Gedrehe und Gelangweile sitzen. Ich würde sagen, wir haben die 40 Minuten und ein cooles, interessantes Gebiet vor uns. Tut mir leid über meine Aufregung. Ich war gerade nur völlig geflasht. Ich dachte echt, also boah. Ja, gut. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut alle zusammen. Ciao, ciao.